Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Montage Hoteltester. Ich befinde mich hier in Essen im Schlossgarten 15 im Apartment erstes Obergeschoss. Wir haben hier einen Flur, der erstmal so beim Reinkommen ein bisschen beeindruckend aussieht, so ein bisschen wie, keine Ahnung, aus Tausend in einer Nacht. Dann kommen wir hier zu einer Lümmel-Couch mit Elektrokamin. Ich glaube, das trifft ja auch gerade zu, jedenfalls auf die Baustelle. Lieber nicht drüber reden, nichts gehört haben und nichts sehen. Schönes Bild an der Wand, schicke Lampe. Fernseher, der nicht angeschlossen ist, aber das kriegen wir bestimmt hin. Ich denke, wir werden einen Elektriker dabei haben. Und hier nochmal so eine kleine gemütliche Lümmel-Couch-Ecke im Vorbau. Alles sauber, alles ordentlich. Sieht gut aus, so auf den ersten Blick. Gefällt mir. Ein bisschen nackt wirkt es, aber es ist ja nicht so schlimm. Kommen wir nun zur Küche. Ein Kühlschrank. Genügend Schränke, wo bestimmt alles drin ist, was man so braucht. Geschirrspüler, Herd mit Backofen, Müllecke, Bratpfannen und alles weitere mehr. Komplett voll ausgestattet mit allem, was man braucht. Das Badezimmer. Das Badezimmer ist ganz schön klein, aber es hat eine Badewanne. Finde ich schon mal nicht schlecht. Gut, ich denke mal, da gibt es immer mal Probleme mit Schimmel oder so. Keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick so aus, als ob oben meine Waschmaschine ausgelaufen ist. Ein Schlafzimmer mit riesigem Bett. Kleiderschrank. Spiegel. Hallo. Und das zweite Schlafzimmer mit noch einem Beistellbett fürs Kind. Und das war's dann auch schon wieder aus Essen. Ciao, ciao und tschüss. Euer Montag-Hoteltester.